Herzlich willkommen bei Videos drehen und schneiden mit dem Smartphone. Noch kurz dazu, warum ich euch dazu was erzählen kann. Ich bin klassisch beim WDR für Video ausgebildet worden und mache jetzt als Online-Journalistin auch relativ viel mit dem Smartphone als zweite Kamera, schneide damit auch und deswegen kann ich euch rudimentär da schon ein bisschen was zu Gestaltung, Aufnahmen und sowas sagen. Wenn zwischendrin irgendwie eine ganz spezielle Frage kommt, nicht böse sein, falls ich sagen muss, sorry, weiß ich nicht Bescheid. Und es geht mir vor allem darum, dass ihr Fragen stellt, dass ihr mir zwischendrin sagt, wenn ihr sagt, okay, entweder das geht uns zu weit ins Detail oder wenn er sagt, ist für uns jetzt gerade nicht relevant oder interessant, einfach kurz reinrufen. Ihr bestimmt sozusagen das Tempo, mit dem ich da durchgehe und was wir machen und welche Schwerpunkte wir da setzen. So. Dann, was ihr beim Drehen mit dem Smartphone haben solltet. Natürlich ein Smartphone. Dann, wenn es bei längeren Drehs darauf ankommt, das Ladegerät bzw. eine Powerbank. Ihr glaubt nicht, wie oft ich schon unterwegs war und mir dann auch nur dachte, oh scheiße, ich habe nur noch 5% Akku. Es kommt häufiger vor als gedacht, weil gerade Videodrehen ordentlich Akku zieht. Dann ebenso schön ausreichend Speicherplatz auf dem Smartphone. Für alle, die kein Apple haben, eine externe Speicherkarte ist echt von Vorteil. Denn gerade wenn man Video in Richtung HD aufnimmt, das frisst einfach unfassbar viel Speicherkapazität. Und nichts ist schlimmer, als wenn man während des Drehs noch irgendwie Fotos löschen muss, um frischen Speicherplatz zu bekommen. Dann ist sehr hilfreich ein Stativ oder ein Selfie-Stick, ein Gorilla-Pod, ein Gimbal oder auch ein Pop-Socket. Man kann da auch, wenn man mal ein bisschen auf Pinterest, do-it-yourself, nach selbstgebauten Selfies, Sticks oder Stativen sucht, findet man dann auch aus Lego und ganz interessante Sachen, wie man sich ein Stativ selbst bauen kann. Es muss also nicht selbst gekauft sein. Ansonsten, wer es gerne ein gekauftes haben möchte, geht fürs Handy auch. Ich halte es hier einmal so hin. Das ist so ein kleines Tischstativ. Gibt es auch noch in, ich sage jetzt mal, günstiger. Da bezahlt man dann vielleicht so 10, 20 Euro für. Frage zu den Begriffen. Gorilla-Pod, Gimbal, das ja, kann ich kurz erläutern. Ein Gorilla-Pod ist sozusagen ein Stativ, das keine festen Beine hat, sondern wo man die Beine zum Beispiel um Laternenfall wickeln kann und so und das Stativ da dran hängt. Und ein Gimbal, das ist ein Gerät, da hat man sozusagen den Stiel in der Hand und kann über eine Fernbedienung das Handy rechts, links, oben, unten steuern. Das hat den Vorteil, dass wenn man mit der Hand so einen Zitterregen hat, es gleicht die Bewegung aus und hält das Handy immer ganz ruhig. Und dann gibt es noch das Pop-Socket, das ist sehr gut, wenn man irgendwie Selfie-Videos macht. Das klatscht man hinten aufs Handy drauf, kann es dann so ein bisschen auseinanderziehen und dann mit den Fingern so sozusagen das Handy vernünftig halten. Auch da gibt es ganz viele mittlerweile als Werbegeschenke, die das im Moment sozusagen verteilen, so Popsockets. Und wenn es Ton geben soll, bitte externes Mikrofon mit Windschutz im Idealfall, gibt es auch schon ab 15, 20 Euro. Denn ganz schlimm ist es, wenn man ein tolles Video hat, aber der Ton ist entweder ganz leise oder ganz vom Wind verrauscht. Das macht ganz, ganz viel kaputt. Denn was auch jeder aus dem Profibereich dir sagen würde, Ton schlägt Bild. Es ist wichtiger, dass man einen vernünftigen Ton hat. Da macht es nichts, wenn man ein Mikrofon sieht, als wenn man ein schönes Bild hat, aber den Ton nicht versteht. So, ich sehe gerade im Chat leuchten gerade wieder. Tipps, welche Mikros gut gehen. Ich habe tatsächlich privat ein kleines Lavalier von Rode. Rode ist da echt ziemlich führend. Ich meine, wer es teurer und natürlich auch in guter Qualität haben will, kann natürlich auch Sennheiser nehmen. Aber da gibt man gleich schon richtig viel Geld aus und für die meisten Bereiche braucht man es eigentlich nicht. Fürs iPhone 11, da muss man gucken, dass man den passenden Adapter dazu hat. Normalerweise kann man sich auch so ein Rode Lavalier-Mikro kaufen und braucht dann halt einfach nur einen Adapter. Bei den meisten Handys kann man es einfach in die Mikrofon- oder Kopfhörerhalterung reinstecken. Bei manch anderen braucht man halt extra noch einen Adapter. Der ist aber bei den guten Mikropads ist es zum Beispiel auch mit dabei. Da hat man dann auch einen Adapter auf USB, auf Mini-USB und solche ganzen Sachen. Ja, da kam gerade noch ein. Ringlicht. Ja, zu Licht kommen wir gleich noch. Das würde ich einmal kurz hinten anstellen. Da machen wir gleich noch was zu. Denn optional, aber sehr wichtig, vernünftiges Licht.
Nur damit ihr mal seht, ich reite immer so ein bisschen auf dem Licht rum und alle sagen immer, ach ja, Licht, egal. Nee, das ist ein und dieselbe Szene, aber einmal mit einem Ringlicht und einmal ohne Ringlicht. Ich weiß nicht, wer jetzt das linke Bild irgendwie ästhetischer findet, aber ich würde mich tatsächlich immer für das cleane rechte entscheiden, das halt vernünftig ausgeleuchtet ist mit einer Ringleuchte. Und was da angeht, kommt so ein bisschen auf die Ringleuchte an. Ich würde immer sagen, dass man guckt, dass man sie dämmt auf die richtige, ich sage jetzt mal, Intensität und dass man guckt, wie sieht es aus, wie viel Licht hat man. Normalerweise hat man Mischlicht, sprich man hat Tageslicht von draußen, oft hat man noch künstliches Licht von oben und da muss man dann an der Kelvin-Temperatur des Lichts so ein bisschen umstellen, welche Farbe man braucht und welche Intensität man braucht. Das ist tatsächlich so ein bisschen Trial and Error, muss ich dazu gestehen. So. Jetzt habe ich hier eine kurze Liste mit Verlinkungen zu Kamera-Apps, denn das ist der große Vorteil. Ihr könnt natürlich mit der Handykamera aufnehmen, gar kein Problem. Aber die professionellen, aber trotzdem kostenlosen Kamera-Apps bieten halt einfach bestimmte Einstellungen, die manchmal die Kameras, also die Kamera-Apps in der Kamera nicht bieten. Ich habe mal nur für die beiden großen Systeme geguckt, was iOS und Android so zu bieten haben. Ich selbst als Android-Nutzer nehme Open Camera und bin damit sehr zufrieden. Wichtig bei den Grundeinstellungen ist es hier, das würde ich euch dann einmal hier zeigen. So. Da ist es so, wenn es um die Grundeinstellungen geht, kann man sich einmal angucken hier. In den Kameraeinstellungen guckt man sich halt an, ob man einen Auslöseton haben möchte oder auch eine Sprachausgabe. Das braucht man jetzt tatsächlich seltener. Ich meine, man sollte sich überlegen, wo der Speicherort ist, aber der Rest geht tatsächlich relativ gut. Jetzt, wenn wir hier in Videoeinstellungen gehen, dann ist da die Videoauflösung, die man haben möchte. Da ist es tatsächlich so, dass man Full HD nehmen sollte, sprich 1920 mal 1080. Das ist im Moment so der Standard. Ihr könnt natürlich auch die SD-Variante nehmen, braucht weniger Speicherplatz, aber normalerweise werdet ihr mit HD oder mit Full HD oder HD am besten bedient. Das würde ich also, wenn ihr die Kamera benutzt, einmal einstellen. Dann würde ich beim Videoformat einmal gucken. Normalerweise geht das Video Standardformat. Wenn ihr Probleme mit der Weiterverarbeitung habt, weil ihr es irgendwie an externe Schnittprogramme und so bekommt, würde ich das MPEG-4 H264 nehmen, weil das der beste Codec zur Weiterverarbeitung ist, den auch alle Programme können. Einfach nur so nebenbei als Empfehlung. Dann könnt ihr noch zum Beispiel einstellen, ob ihr meinetwegen eine Begrenzung haben wollt, wie lange ihr Videos aufnehmen könnt oder eine Maximaldatengröße, ab wann abgebrochen wird. All sowas könnt ihr hier aussuchen, wenn ihr das wollt. Dann ist es jetzt noch, wenn ihr diese Sachen eingestellt habt, habe ich mir hier zum Beispiel noch so eine Linie eingestellt, ob ich das Bild gerade habe. Ich bin tatsächlich so jemand, ich kriege Anfälle, wenn bei irgendeiner Bildeinstellung meinetwegen die Bücher schief aus dem Regal fallen. Und damit mir das nicht selbst passiert, habe ich mir Hilfslinien anzeigen lassen, um zu sehen, ob es passt. Wenn ich das zum Beispiel jetzt so mache, da sieht man, ja, nee, ist nicht im grünen Bereich. Und wenn ich dann hier, je nachdem, wie ich es wieder drehe, wird es dann wieder grün. Ist also ganz praktisch, dass das die App kann. Dann gibt es hier, das ist der Knopf für die Belichtung. Es ist oft so, wenn man die Kamera irgendwo drauf hat und dann kommt zum Beispiel die Sonne hinter den Wolken hervor und auf einmal ist das Bild überstrahlt. Das passiert einem nicht, wenn man die Belichtung gesperrt hat. Und als ganz kleiner wichtiger Tipp. Dann hat man hier noch die ISO-Zahl. Die würde ich normalerweise auf automatisch stellen, einfach weil alles andere etwas komplizierter ist. Wer gerne fotografiert, kennt sich mit der ISO relativ gut aus. Der kann sie sich auch selbst einstellen, aber das würde ich sagen, muss man nicht unbedingt machen. Hier seht ihr dann zum Beispiel, was passiert, wenn ich unterschiedliche Bereiche fokussiere und die Belichtung nicht gesperrt habe. Es springt die ganze Zeit. Das will niemand in seinem Video. Und dann kann ich hier eben noch gucken, möchte ich den Fokus ändern. Es gibt hier zum Beispiel, dass ich den Fokus sperren kann. Das ist hilfreich, wenn man zum Beispiel eine Person interviewt und die Person geht nach vorne, sie geht nach hinten, dann folgt der Fokus die ganze Zeit. Normalerweise, wenn man den automatischen Fokus drin hat, zieht der dann immer nach. Und wenn ständig der Fokus pumpt, ist das in einem Video jetzt nicht richtig ansprechend, möchte ich sagen. Deswegen könnt ihr hier dann gucken,
ob ihr zum Beispiel den unendlichen Fokus oder doch eben den gesperrten Fokus haben möchtet oder für die Leute, die Herausforderungen mögen, den manuellen Fokus, dass sie die ganze Zeit selbst einstellen, was fokussiert sein soll und was nicht. Das würde ich tatsächlich davon abhängig machen, wie viel Erfahrung ihr damit habt. So. Das wäre es im Prinzip auch erstmal schon, was man über die App wissen muss. Ich habe mir noch gerne eingestellt, dass ich oben sehen kann, wie spät es ist und dass ich sehen kann, wie viel Speicherplatz ich noch habe, damit mir kein Missgeschick passiert. Das sind aber tatsächlich Sachen, die kann ich nur empfehlen. Es muss aber jeder so halten, wie er das möchte, nach seinen Bedürfnissen. So, jetzt. So, gehen wir einmal wieder zurück in die Präsentation. Das eine, falls es euch zu viel ist, noch für die Bildwiederholfrequenz, die man sich auch einstellen kann, das sind 25 Frames per Second. Das heißt, 25 Bilder innerhalb einer Sekunde werden abgespielt. Das ist der europäische Standard, den wir hier haben. Amerika, zum Beispiel Kinofilme und so, sind 24 Frames per Second und dann gibt es fürs Internet noch 30 Frames per Second. Aber wenn ihr 25 habt, seid ihr mit deutschem Standard vollkommen dabei und habt keine Probleme. So. Jetzt sollte. So, das habe ich euch eben schon erklärt. ISO, Fokus und Belichtung, das sind so die drei wichtigen Dinge, auf die ihr achten solltet. Welche App ich eben gerade gezeigt habe, das war die Open Camera, die ich euch gezeigt habe. Also so, die finde ich jetzt zumindest ziemlich gut dafür. Die Einstellungsgrößen. Das erste, was ihr hier seht, das ist die Supertotale, auch der Panorama-Shot genannt. Das ist meistens eine Landschaft, eine Umgebung. Die Menschen sind halt nur ganz klein zu sehen. Und ich sehe es halt auch immer so, dass Einstellungsgrößen, die muss man kennen, weil man auch immer eine Intention daran festmachen kann. Sprich, das ist meistens der Establishing-Shot. Da geht es um Gefühle wie Einsamkeit, Isolation, Fremdheit. Es kann aber auch Gefahr oder im positiven Sinne Freiheit und Unendlichkeit wecken, wenn man zum Beispiel die Weiten der Prärie sieht. Das ist für euch, für den Schnitt im Hintergrund ganz wichtig, dass ihr da so ein bisschen das im Hinterkopf habt. Dann haben wir hier die Totale. Da ist es so, dass man eine Person und ihre Umgebung sieht, wobei die Umgebung eher eine untergeordnete Rolle spielt. Das ist auch gerne so ein Establishing-Shot. Da kriegt man erstmal einen Überblick oder eine Orientierung. Dann haben wir hier die Halbtotale. Da ist es so immer so Mensch von Kopf bis Fuß. Wenn ihr körperliche Aktionen habt, da ist es dann immer ganz gut. Da ist die Körpersprache zum Beispiel wichtiger als der Dialog. Ich würde nie zwei sprechende Menschen in einer Halbtotalen zeigen. Die würde ich eher zeigen, wenn sie etwas tun. Dann hier die amerikanische, die sollte euch bekannt vorkommen aus amerikanischen Western. Daher kommt sie, das ist meistens so zwischen Hüfte und Knie abgeschnitten, sodass man eben noch sehen kann, wie der Revolver gezogen wird. Auch eben für Handlungen in Hüfthöhe besonders gut. Dann haben wir hier unsere halbnahe, da ist immer so Kopf bis Hüfte ungefähr, mit ein bisschen unmittelbarer Umgebung im Hintergrund. Da ist es so, dass diese Einstellung unserer natürlichen Sehsituation am häufigsten entspricht. Deswegen wird die häufig für Dialogszenen benutzt, weil wir ja auch oft, wenn wir eine gewisse Distanz zum Gesprächspartner haben, sehen wir ihn halt in dieser Einstellung. Dann, die habe ich jetzt hier nicht mit drauf, weil sie sich hier schlecht darstellen ließ, gibt es noch die Overshoulder, da hat man halt den Hinterkopf und die Schulter. Das ist halt auch so, wenn man quasi Menschen bei einer Tätigkeit über die Schulter schaut, wie der Name schon sagt. Dann noch die Nahe, da ist halt so Kopf bis Mitte Oberkörper, ähnlich wie so eine griechische Büste. Die kommt halt ganz oft in Gesprächsszenen, wenn ihr die zum Beispiel drehen würdet, weil da die Mimik und die Gestik eine größere Rolle spielt. Gerade eben auch Gestik mit dabei, weil halt die Hände noch zu sehen sind. Dann gibt es die Großaufnahme, das ist oft der Kopf bis Schultern. Da geht es wirklich rein um die Mimik. Da geht es zum Beispiel um den Ausdruck von Gefühlen, die ganz oft dazukommen. Da geht man dann ganz nah ran. Das kann einem manchmal auch ein bisschen unangenehm erscheinen, weil wir selten an die Leute so nah rangehen, dass wir ihnen so nah ins Gesicht gucken. Und dann gibt es natürlich noch das Detail. Da ist es so, wenn wir die Aufmerksamkeit lenken wollen, dann zeigen wir Details. Das zeigt zum Beispiel auch eine Intimität oder wenn es ein bestimmtes Detail ist, kann es auch wirklich abstoßend wirken, so nah dran zu kommen. So viel nur zu den Einstellungsgrößen, die ihr dann eben auch mit dieser Intention im Hinterkopf filmen und am Ende schneiden könnt oder auch vorher wisst, wenn ihr euch überlegt, wie drehe ich was,
was will ich sagen, ist immer die große Frage bei den Einstellungsgrößen. Genauso, wenn man guckt, von wo filme ich. Ich würde immer empfehlen, auf Augenhöhe zu sein, denn wenn man von oben filmt, dann stellt man die Leute als schwach und als Opfer dar. Und da muss man sich überlegen, will ich das? Das ist ganz viel unbewusst, was man da mitnimmt. Das Gleiche, wenn man von unten filmt, zum Beispiel Helmut Kohl hat sich verbeten, von unten gefilmt zu werden, weil gerade Leute mit etwas mehr Körpermasse wirken dann noch massiver, noch schwerfälliger. Es hat also alles, was ihr macht, auch eure Position, eine Wirkung. Das wird gerne etwas unter den Tisch fallen gelassen. Also einfach nur nochmal der Appell, mit Bildern kann man manipulieren. Es ist nicht überraschend für alle hier, aber es geht schon im Kleinen manchmal los. So, jetzt sollten wir hier eigentlich... Ja. Während des Drehs noch kurz zur Info. Seht zu, dass ihr euren eigenen Körper immer ein bisschen stabilisiert, dass ihr die Einstellung separat filmt. Ich kenne Leute, die haben dann losgelegt und haben ganz viel gedreht und dann saßen sie da und dachten sich, ja, ich habe jetzt hier 10 Minuten Material in einem Clip. Da sucht man sich einen Wolf. Deswegen eher jede Einstellung separat filmen, dann hat man viele einzelne Clips und kann es besser schneiden. Dann auch Einstellungsgrößen variieren. Man kann nicht jede Einstellung aneinander schneiden und da sollte man sich vorher schon so ein bisschen Gedanken drüber machen, was drehe ich. Und eigentlich immer circa 10 Sekunden die Einstellung aufnehmen. Man denkt sich so nach dem Motto, ah ja, ist jetzt fertig. Immer im Idealfall 2 Sekunden, wenn man warten, bis man auf Aufnahme gedrückt hat, 2 Sekunden warten, dann legt man los. Und dann nochmal, wenn die Handlung vorbei ist, 2 Sekunden warten, bis man auf Stopp drückt. Es kommt so oft, dass man dann irgendwie sagt, ah, ich brauche vorher noch was und dann, ja nein, man hat zu kurz aufgenommen. Außerdem, wenn man was Schönes schneiden will, immer noch mal ein paar Sekunden oder Minuten Atmo aufnehmen, die man zur Not unter die ganze Schose legen kann. Denn ihr glaubt nicht, wie wichtig Geräusche sind und eben auch der passende atmosphärische Ton. Damit kann man unheimlich viel kaschieren, wenn man es muss. Und es gibt einfach so ein Gefühl von Authentizität. Und eine ganz große Bitte, nur den Sneaker-Zoom benutzen. Ich reite da immer so drauf rum, weil ich ganz oft sehe, wenn mit dem Smartphone gedreht wird, ah ja, ich zoome mal ran. Tut es nicht. Das macht zum einen die Bildqualität kaputt und zum anderen ist ein Zoom, auch wenn wir im Bild sehen, nicht unsere normale Gewohnheit. Wenn ihr näher ran wollt, nehmt eure Füße, geht an die Sache ran und dreht es dann. Das ist das Gleiche, wenn man immer sagt, nehmt nur Sachen, die unser Auge auch kann. Wir können nicht, wenn ich hier meinen Finger habe, kann ich nicht auf einmal ranzoomen. Wenn ich da ran will, muss ich mich ran bewegen. Deswegen immer gucken, was kann unser Auge. Da ist zum Beispiel auch der schöne Test, kann unser Auge eine Schärfenverlagerung? Probiert es mal aus, wenn ihr euch den Finger vors Gesicht haltet, erst den Finger fokussieren, danach auf den Bildschirm fokussieren. Voilà, eine Schärfenverlagerung. Kann unser Auge, ist also deswegen gern gesehen. Das ist immer so die Frage, dass es natürlich bleibt. Und deswegen ist das Bild noch drin. Achsensprünge vermeiden. Es ist ganz seltsam, wenn jetzt die Kamera zum Beispiel eben hier steht, da sieht man, dass der Mann mit dem orangen Oberteil steht links. Wenn ihr aber auf einmal dann umschneidet und die Kamera steht hier, ist links auf einmal der mit dem blauen Hemd. Ist vollkommen irritierend. Das ist, als würde beim Fußballspiel auf einmal die Achse wechseln. Geht nicht. Wenn ihr sowas machen wollt, müsst ihr dazwischen ein neutrales Detail schneiden und könnt dann rübergehen. Oder aber mit der Kamera über die Achse gehen im Bild. Ansonsten irritiert ihr die Leute. So. Der Übergang, mein Liebling, die Five-Shot-Regel. Das ist so, Five-Shot-Regel heißt, mit diesen 5 Aufnahmen könnt ihr eine Aktion in Szene setzen, da kommt ihr im Schnitt wunderbar rüber, wenn ihr das habt. Das ist immer, wie die Deutschlehrer so gerne sagen, die W-Fragen. Der erste Shot sagt was, was passiert hier gerade, über welche Aktion. Das Bild soll normalerweise Interesse wecken, funktioniert nicht immer. Dann ist es das Wer, wer führt die Aktion aus, das Wo, das Wie und Warum, was das zusammenbindet und dann immer noch das Wow. Das ist immer, finde ich, das Schwerste. Halt was Schönes, was fürs Auge, was Ungewöhnliches oder besonders nah ran. In manchen Situationen funktioniert es besser als in anderen. Ich habe euch mal zum Durchgehen quasi einen kleinen Film geschnitten, der die Five-Shot-Regel illustriert. So. Wir haben die erste Szene, das ist das Was. Es geht um ein Wasserglas.
Dann kommt der zweite Teil, beantwortet, wer macht da gerade was? Dann haben wir das Wo in einem Büro, das Wie, er trinkt zusammen. Und als Wow haben wir hier dann auch nochmal den Versuch einer Schärfenverlagerung, wobei ich sagen muss, das geht mit einem Handy tatsächlich verdammt schwer. Aber so habt ihr quasi in 25 Sekunden eine Szene optisch in 5 Möglichkeiten aufgebaut. Das ist also jetzt nicht wer weiß wie schwer. So. Jetzt hier nochmal 2 Beispiele für verschiedene Wow-Effekte, die ich mal geschnitten habe. Da ist es zum Beispiel so, irgendwo auf die Kamera sprühen. Ist zum Beispiel immer sowas, rechnet man nicht mit, dass auf einmal irgendwas dahin kommt. Oder aber etwas kommt auf die Linse. Man ist sozusagen mit der Linse, hat man das Glas draufgestellt und auf einmal kommt die Flüssigkeit von da rein. Das sind immer so Wow-Momente, wo man sich denkt so, oh, das ist ungewöhnlich, das ist eine Perspektive, die man sonst nicht einnimmt. An solche Dinge kann man auch denken. Ich hatte es für das Wasserglas tatsächlich auch gedreht, aber mit was Unfarbigen sieht es halt nicht so Wow-Effektmäßig aus. Deswegen hier nochmal kurz das Extra. Dann kommen wir auch schon zum Schnitt. Eigentlich kann man beim Schnitt sagen, es kann nichts kaputt gemacht werden. Alles, was ihr irgendwie wegschneidet, ist am Ende noch da. Und ganz wichtig ist es, normalerweise erzählt man Geschichten mit harten Schnitten. Ich weiß, es gibt tolle Überblendungen und Übergangseffekte, aber das sollte man wirklich nur machen, wenn man Ortswechsel, Rückblenden oder sowas verdeutlicht, denn normalerweise wird wirklich hart an hart geschnitten. Und wenn man das macht, sollte man darauf achten, dass ein Bild normalerweise 2 Sekunden braucht. Gibt es Text dazu, dann lieber noch ein bisschen mehr, damit man mitkommt. Es wird mittlerweile immer schneller geschnitten, aber man merkt auch, das kostet auch ganz schön viel Energie, wenn man sich etwas schnell Geschnittenes anschauen muss. Dann sollte man beim Schneiden auf Anschlussfehler achten. Ein Anschlussfehler ist zum Beispiel, ich halte in der Szene das Glas in der rechten Hand und auf einmal im Umschnitt habe ich es in der linken Hand. Fällt den Leuten nicht immer auf, man kann es gut kaschieren, aber wenn man es weiß, sollte man es halt nicht machen. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr schneidet, am besten in Bewegungen schneiden. Das sieht dann flüssiger aus und man achtet nicht so auf den Umschnitt. Und natürlich, Geräusche und Musik unterstreichen halt die Aussagen. Man kann mit Musik unfassbar viel einfach noch transportieren, ob sei es fürs Herz, sei es Spannung. Da habe ich auch ein paar Beispiele mitgebracht. Ihr habt jetzt die Wahl. Ich habe einmal Mrs. Doubtfire, der ist geschnitten wie ein Thriller. Da lernt man vor allem, wie eben der Einsatz von Blenden, von Geräuschen und bestimmter Schnittintensität einen Film verändert. Dann gibt es Top Gun als homoerotische Rom-Com. Da ist es vor allen Dingen der Einsatz von Musik, von Slow Motion und das Schweigen der Lämmer als Romanze. Da kann man zeigen, egal welche Aussage der Film an sich hat, je nachdem, wie man die Szenen zusammenstellt, kann man was ganz anderes damit sagen lassen. So ein bisschen Cherry-Picking. Is that a good job, FBI agent? Get to travel around and stuff? Sometimes you do. You know, we get a lot of detectives here, but I must say, I can't ever remember one as attractive. I graduated from UVA, doctor. It is not a charm school. Clarice Starling wants nothing more than to make it at the FBI. But so far, turning heads is easier than getting ahead. The job's come up. I thought about you. Not a job, really. More of an interesting errand. Who's the subject? The psychiatrist, Hannibal Lecter. Now, her new assignment might be biting off more than she can chew. Crawford's very clever using you, pretty young woman. Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? You know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a rube. Perhaps you'd care to lend us your view on this questionnaire, sir. Did you do all these drawings, Doctor? All that detail just from memory, sir? Memory, Agent Starling, is what I have instead of a view. I tell you things, you tell me things. Not about this case, though. About yourself. Are you hitting on me, Doctor? What you're doing, Miss Starling, is coming into my hospital to conduct an interview and refusing to share information with me for the third time. People will say we're in love,
Maybe you can decide for yourself whether or not I'm qualified enough to do that. Just do your job, but never forget what he is. And what is that? Jack Crawford is helping your career, isn't he? Apparently he likes you and you like him too. I never thought about it. Your first lie to me, Clary. Jodie Foster. You fly back to school now, little starling. And Anthony Hopkins in the most romantic movie of the year. Oh, Clarice, your problem is you need to get more fun out of life. The Silence of the Lambs. You mean this is like a clue from a real murder case? Cool. Just ignore him. He's not a PhD. Auch wieder die Musik, die da durchaus am Ende mit den Geigen noch ein bisschen manipuliert hat. Und das waren ja alles richtige Filmausschnitte. Das heißt, man kann das alles auch anders verkaufen. Deswegen ist der Schnitt so unfassbar wichtig. Wenn man es selbst machen möchte, hier wieder zwei verschiedene Apps, mit denen man es machen kann. Quick, das ist eher für Fun-Movies. iMovie und PowerDirector sind, wenn man wirklich was Schöneres, Ernsteres schneiden möchte. Ich würde aber jedem sagen, wer wirklich schneiden möchte, sollte es vielleicht doch auf dem Laptop machen und da dann, wenn man ein freies Programm haben möchte, DaVinci Resolve, weil das kostenlos ist und eigentlich alles mitbringt, was man haben möchte. Denn dann kann man ganz viele tolle Sachen zusammenschneiden. Hier könnt ihr übrigens im Power Director auch auswählen, ob ihr zum Beispiel, wenn ihr für TikTok was macht, könnt ihr gleich 9 zu 16 nehmen. Wenn ihr ansonsten klassisch was nehmt, nehmt ihr 16 zu 9. So. Und jetzt ist es hier, so, Videoarchiv ist da. Hier nehme ich jetzt zum Beispiel den ersten Clip und drücke auf das Plus. Dann springt er mir hier quasi in meine Timeline. So, und jetzt denke ich mir, hier würde ich gerne ein bisschen was kürzen. Dann sage ich zum Beispiel so. Hier seht ihr immer auch, wie viel ihr kürzt. So. 2 Sekunden nehme ich hier zum Beispiel weg. So, jetzt sage ich, das ist ja schon mal gut. Jetzt möchte ich hier nochmal was, den zweiten Schritt dran haben. Was ist denn da das Richtige? Nehmen wir den hier. Holen wir uns runter. Das geht immer direkt hier hinten dran. Und dann gucke ich hier auch, hier möchte ich dann gerne eine Sekunde weg haben. So, jetzt gucke ich mir das zum Beispiel. Deswegen sagte ich übrigens, dass wer gerne schneiden möchte, es im Idealfall nicht am Smartphone macht, weil es mit großen Fingern, kleiner Bildschirm, ihr könnt es euch denken, jetzt spiele ich das zum Beispiel schon mal ab. Und merke so nach dem Motto, ich habe den falschen Clip hier vorne zum Beispiel ausgewählt. Wenn ihr den dann zum Beispiel wegschmeißen wollt, dann habt ihr hier euren, ich sage jetzt mal, Mülleimer, schwupp und weg. Ihr könnt auch das Ganze hier zum Beispiel unter Einstellung noch so ein bisschen euch genauer zurechtstellen, wie ihr das haben wollt. Und hier zum Beispiel auch Überblendung oder wenn ihr zum Beispiel Titel haben wollt, könnt ihr das hier auch bekommen. Es gibt also quasi nichts, was es nicht gibt, würde ich jetzt sagen. Und dann gibt es hier auch, wenn ihr da unten drauf geht, hier könnt ihr zum Beispiel die Lautstärke eures Tons regeln. Ihr könnt Filter drauflegen, dafür braucht man also nicht unbedingt Instagram, sondern das geht auch so. Wenn ich zum Beispiel möchte, dass das Bild ein wenig anders aussieht. Möchte ich in dem Fall jetzt nicht. Ja. Es gibt hier Anpassungen. Das, was ihr sonst auch als Color Correction machen könnt. Ihr könnt die Helligkeit verändern, Kontrastsättigung, den Farbton, die Tönung. Könnt sogar noch ein bisschen nachschärfen, wenn ihr möchtet. Dann könnt ihr hier auch zum Beispiel, wir hatten es eben in der TikTok-Session, wenn man zufällig entweder eine Slow Motion oder einen Zeitraffer machen möchte, kann man das hier dann auch alles einstellen. Dafür braucht man also auch keine extra App, um da irgendwas zu machen.
Dann kann man das Gleiche zum Beispiel machen, wenn man hier Effekte auflegen will. Wenn ich das zum Beispiel jetzt auf einmal in Schwarz-Weiß haben möchte. Das kann man sich auch alles aussuchen. In der kostenlosen Version ist nicht alles freigeschaltet. Manches ist halt auch über die kostenpflichtige Variante. Aber selbst in der kostenlosen hat man so viel Auswahl an Effekten, die man da benutzen kann. Man kann auch, das ist gerade was ganz Nettes, man kann die Haut glätten und man kann eben auch die Helligkeit so ein bisschen bearbeiten, dass wenn man so ein bisschen sagt, ich habe so eine Nahaufnahme, da möchte ich noch ein bisschen dran, könnt ihr da auch machen, müsst ihr auch kein schwieriges Programm irgendwie mit benutzen. Ihr könnt in das Material noch reinschwenken und zoomen, also sozusagen Effekt drauflegen, dass wenn ihr keine eigene Bewegung habt, dass das Programm das für euch macht. Das ist so ein bisschen ganz nett. Könnt natürlich auch alles noch zuschneiden. Das ist dann hier mit so einer Geste. Würde ich aber überlegen, ob man es machen muss. Natürlich drehen, spiegeln. Ihr könnt es auch noch, das ist aber leider nur in der kostenpflichtigen Variante, stabilisieren. So nach dem Motto, wenn ihr aus der Hand gefilmt habt, damit das Bild dann nicht ganz so sehr wackelt. Also das ist hier eine unfassbar große Palette an Möglichkeiten, was man alles noch nachbearbeiten kann. Und wie gesagt, man kann hier dann noch Musik reinziehen auf die untere Ebene. Ich gucke mal, ob ich hier Musik... So. Ja. Ob ich hier Musik drauf habe. Und immer schön, wenn ihr auf Plus geht, sollte es eigentlich genau hier runtergehen. Und jetzt könnte ich dann zum Beispiel sagen, jo. Und dann spielt es das halt ab zusätzlich zu dem Bild. Und hier kann man sich dann halt auch immer sagen, ich möchte den Schnitt ein bisschen verändern. Dann kann man hier zum Beispiel Überblendungen drauflegen, so nach dem Motto, nein, ich möchte, dass es brennt. Und dann aufs Plus gehen. Dann habe ich hier jetzt einen Übergang. Wie gesagt, sollte man, wenn man ernsthaft schneidet, vielleicht nicht unbedingt nehmen. Da waren es die harten Schnitte, aber man kann unfassbar viel machen. Ich sehe da eine Frage bei Simone. Genau, du hattest vorhin bei einer Einstellung, da stand ein Link zu Instagram. Mich würde mal interessieren, ob dieses Programm, also die Stories gehen ja immer nur eine bestimmte Länge. Und wenn ich dieses Video quasi vorproduziere mit dieser Kamera und schneide, kann ich das von dort aus dann dort hochladen in Storylänge? Weil ich mache das jetzt gerade ganz kompliziert mit Storycutter und das ist eher suboptimal. Also da weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob es unterschiedliche Instagram-Formen sind. Ich nehme dann immer meinetwegen mein 35-Sekunden-Video und Instagram schneidet mir das automatisch auf Storylänge und dann läuft es halt so durch. Genau, wenn es aber länger ist als 35 Sekunden, also ich übertreibe jetzt mal so 7-8 Minuten, dann sagt Instagram mir nämlich, das Video ist zu lang. Ah. Und was war jetzt deine Frage, ob es... Ob diese App, die du jetzt gerade vorgestellt hast, ob die das quasi automatisch in diese Instagram-Sequenzen schneidet und bei Instagram hochlädt. Okay. Also ich habe es noch nicht ausprobiert, ich meine aber nicht. Da muss man, wenn dann, selbst die 15 Sekunden Cuts setzen. Okay. Oder vielleicht reicht da auch schon irgendwie einen Minuten-Cut zu setzen oder 2-Minuten-Cut. Ich weiß nicht, wo Instagram da sagt, so, jetzt ist hier zu viel. Instagram macht unterschiedliche Möglichkeiten, je nachdem, wie viel Follower man hat. Also Leute mit vielen Followern können längere Videos automatisch cutten lassen oder also das hängt ein bisschen auch davon ab. Ah ja, danke. Und es gab gerade noch die Frage von Bianca, du meinst DaVinci Resolve, das was für den Laptop war. Das geht tatsächlich Chip, Heise, bitte nicht abschrecken lassen davon, das sieht im ersten Moment etwas komplizierter aus, weil es quasi... ein Vollschnittprogramm ist. Damit sind auch schon Kinofilme geschnitten worden. Also da fehlt wirklich nichts und dafür, dass es kostenlos ist. Ihr braucht aber nur, ich sage jetzt mal, einen Basic-Toolkasten, so nach dem Motto, wie setze ich einen Schnitt, wie ziehe ich es länger, wie ziehe ich es kürzer und sowas. Das reicht dann oft schon aus, so nach dem Motto, groß pegeln oder eben mit Lumetri Farbe.
braucht man nicht drüber. Das sind Sachen, die kann man gut an den Rand schieben. Wie heißt das nochmal? Da Vinci? Da Vinci Resolve. Ah ja. Also so, ich meine, wer natürlich Final Cut oder eben Premiere Pro hat, auch toll, oder auch Premiere Elements, damit kann man auch schon viel machen, aber das ist halt wirklich die kostenlose Variante, die eigentlich jeden zufriedenstellt. Ich hatte eben irgendwo noch was gesehen. René, war das bei dir? Hattest du noch eine Frage? Oder ich habe es mir nur eingebildet. Was ich sonst an Programmen nur für einfache Schnitte und so etwas auf dem Laptop empfehlen kann, zumindest für Windows. Mittlerweile gibt es ja nicht mehr diese Bildanzeige wie früher, sondern diese App Fotos, in der Fotos angezeigt werden. Damit kann man mittlerweile auch einfache Videoschnitte machen. Das geht tatsächlich auch ganz gut. Das habe ich mit einer Klasse auch schon mal gemacht. Da kommt man relativ schnell mit klar und um wirklich nur Sequenzen aneinander zu stücken oder so, geht es wirklich gut. Ein bisschen Text dazu schreiben oder so. Früher gab es auch noch den Windows Movie Maker, der war auch besser als sein Ruf, sagen wir es mal so. Genau, den gibt es nicht mehr, jetzt ist das in dieser Fotos-App mit drin. Ja. Also ich benutze den Movie Maker immer noch nebenher und habe auch schon ein paar Nachteile festgestellt. Ich finde es auch ein bisschen vom Handling her schwieriger mit dieser Fotos-App, ganz ehrlich. Aber gut. Also Schnitt ist tatsächlich so eine Sache, wo man sich überlegen sollte, will man das mit dem Smartphone machen? Wenn, dann kann man es, ich würde sagen, ganz, ganz niederschwellig machen, so nach dem Motto irgendwie 3 Clips aneinander und hinten nur ein bisschen abschneiden oder vorne ein bisschen abschneiden. Alles, was darüber hinausgeht, da Text drauf frickeln oder so, würde ich nicht am Smartphone machen. Fehlt mir vielleicht aber auch einfach die Geduld dazu, weil ich weiß, dass es schneller und einfacher am Laptop geht. Ich bin für so kleinen Display und dann ganz klein und ziehen und groß und da kann man nämlich auch nicht so richtig framegenau in Bewegungen schneiden und sowas alles. Deswegen, es ist gut, dass es das gibt und für unterwegs kann man das auch, wenn man mal schnell, quick and dirty was machen will, gut machen. Wer tatsächlich ein bisschen mehr Spaß hat, hat, glaube ich, am Laptop tatsächlich mehr Experimentierfreudigkeit. Joa. Gibt es noch Fragen, Anmerkungen, Anregungen? Eine Präsentation kriegen wir wahrscheinlich noch über irgendwelche Wege, ne? Wenn ihr möchtet, ja. Das wäre super. Da bin ich vollkommen offen. Da sind dann auch die anderen Trailer noch drin. Ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, sich Mrs. Doubtfire als Thriller anzugucken. Man liegt am Boden, weil es halt einfach so grandios gemacht ist. Das ist wirklich der Wahnsinn. Das meine ich ganz ernst. Aus diesem wunderbaren Familienfilm mit den richtigen Szenen und halt auch den richtigen Effekten was ganz Tolles zu machen. Ich meine, wenn ihr Zeit habt, kann ich es euch jetzt noch einmal schnell zeigen. We have nothing in common. Sure we do. We love each other. I want a divorce. Is that your lifestyle has been very unorthodox. And I refuse to further subject 3 innocent children to your peculiar and potentially harmful behavior. It is the court's ruling to award sole custody to Mrs. Hiller. Hello? Hello? I'm calling in regards to the ad I read in the paper. Yes. Would you tell me a little bit about yourself? Oh, certainly, dear. I'm addicted to my children, sir. I love them with all my heart. And the idea of someone telling me I can't be with them, I can't see them every day, it's like someone saying, I can't have air. You got 911 now! You're my goddamn kid! Bring my close-up, Mr. DeMille.
viel draus machen. Möchte ich jetzt mal so sagen. Ah, Jörg hat noch was zusammengeschnitten. Sehr schön. Gut, Anschlussfehler, aber darüber reden wir nicht, ne? Der Schnitt, wo er das Glas ansetzt, war schlecht, oder? Ja, okay. Was heißt schlecht? Hättest du es mit einem Effekt gemacht, hätte man es vielleicht noch gelten lassen können. Aber andererseits, es geht ja darum, dass man erstmal ein bisschen lernt, wie es mit dem Schneiden so funktioniert und was man da halt machen kann, machen möchte. Ich finde es also echt toll. Also so auch, dass du einfach Spaß dran hattest, da mal was auszuprobieren und was zu schneiden. Ja, ging jetzt auch schnell. Die Videoprogramme haben ja zum Teil solche Effekte schon vor reingelegt, dann kann man sich einfach bedienen. Ja, und es gibt auch sehr viel kostenlose Musik und beziehungsweise auch kostenlose Cinematic Effects und so. Wenn ihr solche Soundeffekte sucht, gibt es ganz viel kostenlos, was man auch finden kann, was dann unfassbar viel, ich sage jetzt mal, aufwertet, weil es halt einfach über Geräusche ganz viel transportiert wird und über Musik. Gibt es da irgendwelche Websites oder ist das in dem Programm selber schon was enthalten? Oder? Im Programm nicht, da gibt es Websites. Zum Beispiel die BBC hat relativ viele Soundeffekte und Geräusche freigegeben, kostenlos. Ich glaube 16.000. Falls man sich mal durchgucken möchte. Und es gibt diverse, ich sage jetzt mal, Videoschnittplattformen, die sozusagen kleine Pakete dann freigeben, so nach dem Motto 100 Cinematic Sounds, die man braucht oder haben möchte. Da muss man manchmal ein bisschen nach googeln, wenn man sowas sucht. Und ich sehe gerade... wir werden quasi wieder zurückgerufen. Ich habe mehr als überzogen. Das war auch richtig, richtig gut und total vielfältig und detailreich. Vielen, vielen Dank. Man kann auch klatschen, da gibt es so dieses gestikulierende Klatschen. Ich klatsche mit, weil ihr einfach ein tolles Publikum wart. Ich hätte gerne noch, wie auf dem Rallye-Camp, so nach dem Motto, euch ganz viel selbst drehen und selbst schneiden lassen, aber dafür ist es halt ein bisschen wenig Zeit.